Meiner Meinung nach bist du ja ein ziemlich aufdringlicher Kerl, deine Nase einfach so in fremde Leute Angelegenheiten zu stecken. Ja, sorry, ich wurde quasi gezwungen dazu. Ganz ehrlich, ich kann auch nichts dafür. Ich habe mir das auch nicht ausgesucht. Glaubst du, ich würde jetzt gern neben dir stehen? Yo, Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen zurück zu Wind Waker HD. Das letzte Mal sind wir hier auf dieser Hapseninsel stehen geblieben. Hey, beef mich jetzt nicht an, ich mache hier meine Anmoderation, gell? Genau, wir sind auf der Tapseninsel stehen geblieben, haben unser viertes Herzteil geholt. Und haben somit einen Herzcontainer bekommen. Haben etwas Spaß gehabt beim Schiffe versenken spielen. Oder seht ihr das anders? Und jetzt segeln wir einfach mal weiter Richtung Westen, wo der Wind uns halt hinbringt. Schauen wir mal. Nope, ich wollte eigentlich hier runter. Und mach den mal fertig. Weil ich glaube, mich zu erinnern, dass es hier Schätze gab, wenn man die fertig gemacht hat. Naja, drei Piepen ist doch auch schon mal ein guter Schatz. Und dann segeln wir einfach weiter. Oh, ganz viel Geld. Geld ist immer gut. Nehmen wir den auch noch? Ja, Mann. Einfach so 40 Piepen im Fluss gefunden, also. Ist doch geil. Einfach so, also im Fluss vor allem, im Meer. Wenn Geld verdienen doch wirklich nur so einfach wäre. So mit dem Boot einfach so ein bisschen segeln, zack, da liegt ein 20er, da liegt ein 20er. Hat schon was. Ah, da kommt noch mal einer. Und dann kommt die Cutscene und meint so, nee, den kriegst du nicht. Du hast schon 40 bekommen. Land in Sicht. Das ist dein Zielort, die Insel Draconia. Mit eins der besten Musiktitel überhaupt. Auf dem Berggipfel dieser Insel wohnt der Hüter des Himmels, der Drache Valu. Deine Aufgabe ist es, diesen Drachen zu treffen und von ihm das göttliche Artefakt Dins Diamant in Empfang zu nehmen. Wie du den Drachen treffen kannst, fragst du besser die Bewohner der Insel, das Volk der Orni. Ach ja, einen Moment noch. Dies ist der Taktstock, der in längst vergangenen Tagen dazu benutzt wurde, den Göttern gefällige und bußfertige Musik darzubringen. Je nach Verwendung ist es möglich, die Kräfte der Götter auf seiner Seite zu haben, aber ich weiß nicht, ob er noch über diese Fähigkeit verfügt. Nun, zu irgendetwas wird er schon zu gebrauchen sein. Warum schwingst du ihn nicht einfach mal probehalber? Schauen wir mal. Wind Waker. Versuche dich zuerst im Dreiertakt. Lasse den L-Stick unangetastet und schwinge den Taktstock mit Hilfe von R in die richtige... in die Richtung passend zum Rhythmus. Yeah, ich hab's drauf. Nicht schlecht, das klingt doch schon ganz gut. Als nächstes probieren wir einen Vierertakt. Halte den linken Stick nach links und schwinge den Taktstock mit Hilfe von R in die Richtungen passend zum Rhythmus. Easy going. Das ist es, Retro. Für dein erstes Mal wirklich sehr beachtlich. Hältst du L nach rechts, kannst du außerdem noch 6er-Takte spielen. Also merkt ihr das schon mal für später. Juckt mich nicht. Und er packt das Ding wieder weg, um es uns dann zu zeigen. Um es wieder auszupacken. Ich verstehe das nicht. Du hast den Taktstock des Windes erhalten. Daher auch der Titel. Wind Waker. Das ist auf Englisch halt, ne? Und auf Deutsch. Taktstock des Windes. Je nach Verwendung soll man damit die Kräfte der Götter auf seiner Seite haben. Mit Hilfe von R kannst du den Taktstock schwingen. Neutrale Position für 3er-Takt, links für 4er-Takt und rechts für 6er-Takt. Okay, auf geht's. So, bevor wir jetzt das Volk der Orni besuchen, bevor ich's vergesse. Dort sind Zeichen, welche Richtungen anzugeben scheinen. Was können wir da nur tun? Wo ist mein Wind Waker? Ach,
mein Wind Waker hat einen eigenen Knopf. Gott, so lange ist es her, dass ich das Ding gespielt habe. Also den HD-Remake. Easy going. Und da haben wir schon unser erstes Lied gelernt. Lied des Windes. Achtung, Spoiler. Du hast das Lied des Windes erlernt. War zwar nur 5 Sekunden, aber egal. Spoilerwarnung. Wirklich ein mustergültiger Wind. Gestatten Sephos, meines Zeichens Gott des Windes. Bist du der neue Meister des Windes? Scheint so. Für dein erstes Mal zeigst du aber schon beachtliches Windverständnis, Junge. Du gefällst mir. Das Lied, das du soeben erlernt hast, ermöglicht es dir, die Richtung des Windes nach Lust und Laune zu verändern. Der Wind kann je nach Verwendung für gute, aber auch für böse Zwecke eingesetzt werden. Bestimmterweise verlor mein Bruder Cyclos die Beherrschung, als jemand sein Denkmal zerstört hat. Der lässt ja nun auf hoher See einen furchtbaren Wirbelsturm toben, der die Seefahrer in Gefahr bringt. Solltest du auf See also auf seinen Wirbelsturm treffen, dann bring meinem Bruder doch bitte wieder zur Vernunft. Möge der Wind mit dir sein, Junge. May the wind be with you, mein Freund. So. Dann haben wir den Taktstock erhalten. So, und jetzt wird's hart. Jetzt wird gerätselt. Hier gibt's nämlich Donnerblumen. Wow. Okay, kann ich euch nicht mehr zeigen. Ich wollte das Shit lesen. Ja, rutsch halt noch ein paar Mal darunter. Was ist denn das für ein Schmarrn? Ah, danke. Da liegt ein Zehner drin. Okay, das hatte ich vielleicht mit der Bombe einfach haben können, aber wir haben es ja trotzdem geschafft. Yeah. Das ist sozusagen ein Pfeil nach oben. Gibt es keinen Umschauen-Knopf? Dafür hätte ich eigentlich das Ding. Aber da oben sehen wir Bomben. Aber die interessieren uns erstmal nicht. Und da sehen wir die Spitze von ein bisschen Geld liegen. Und ganz random ein Herz dazu, weil warum nicht? So, dann haben wir hier noch ein Steinchen. Und auch unter dem hat irgendjemand gemeint, so, hey, ich lege einen Zehner drunter. Jetzt muss ich mal schauen, ob da auch irgendwas drin ist. Wir werden es nie erfahren, weil ich werde es nicht treffen. Okay, alles umsonst. Hier mit unserer alten Anpresstaktik und unserem gefährlichen Block überwinden wir diesen schmalen Steg hier. Und als Belohnung ein Fünfer. Und für später können wir uns hier den Shortcut aufmachen. Dann nicht jedes Mal da den langen Weg gehen müssen und uns dann da rüber anpressen müssen. Können wir in Zukunft einfach hier diese Boxen hochklettern? Gott, bei den Steinen ist einfach nichts versteckt. Hey, unser Vogel von unserem Heimatdorf. Retro, sei mir gegrüßt, Retro. Du bist also wohlauf? Aber sage mir, wie hast du es nur geschafft, hier heraufzukommen, so ganz ohne Flügel? Ich hab's halt drauf. Und was ist mit deiner Schwester? Naja, ich hab sie gesehen, aber irgendwie lief nicht so gut. Verstehe, aber mach dir keine Sorgen, es geht dir bestimmt gut. Naja,
Schauen wir mal. Aber Redro, was hältst du davon, mal bei unserem Stammesführer vorstellig zu werden? Ich habe allen von deiner Tragödie erzählt und sie haben sich sehr besorgt und voller Anteilnahme gezeigt. Ich bin mir sicher, unser Stammesführer wird dir mit viel Verständnis und Hilfsbereitschaft begegnen. Am besten, ich gehe schon mal voraus und setze ihn über dein Kommen in Kenntnis. Komm später einfach nach, Redro. Was ist, wenn ich jetzt sage, nein, ich komme nicht? Dann halt nicht alle für einen Lügner, dass der Link da ist. Also der Redro. Also dann, ich erwarte dich. So Flügel zu haben, wäre schon cool. So einfach loszufliegen. Wenn man es dann, wenn man Bock hat, einfach wegfliegen. Ach ja, ein alter Menschheitstraum, ne? Ja, eins Geld. Und wir haben schon C's gerade nicht. Und konntet ihr herausfinden, warum der große Walu so außer sich ist? Oh, du musst Redro sein. Auf jeden Fall. Laciel hier hat mir alles erzählt. Du hast mein vollstes Mitgefühl. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, zögere bitte nicht, mich darum zu bitten. Ich werde alles für dich tun, was in meiner Macht steht. Naja, ich brauche eigentlich nur deine Kugel, dann bin ich wieder weg. Allerdings sehen wir uns auch gerade mit einem unangenehmen Problem konfrontiert. Ist dir der wütende und tobende Drache auf dem Berggipfel aufgefallen, als du zu unserer Insel gekommen bist? Jo. Weißt du, wie du ja weißt, sind das Fliegen und die Lüfte das tägliche Brot des Volkes der Orni. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass wir den Drachenberg besteigen und vom großen Walu eine seiner Drachenschuppen überreicht bekommen, sobald wir das Erwachsenenalter erreichen. Dies ermöglicht es dann, dass uns Flügel wachsen. Aber seit kurzem ist der sonst so sanftmütige Walu ganz außer sich vor Wut und man kann sich ihm in seiner Rage gar unmöglich mehr nähern. Heißt das eigentlich, wenn ich so eine Drachenschuppe bekommen würde, dass ich auch Flügel bekommen würde? Das wäre ends geil. Ich will auch so eine Drachenschuppe. Dann kann ich auch fliegen. Ends geil. Will ich haben. Dies hat zur Folge, dass die Flügenkinder dieses Jahr nicht auf den Drachenberg zum großen Walu gehen und ihre Drachenschuppe in Empfang nehmen können. Sonst werden ihnen keine Flügel wachsen und sie können nicht gemäß der Tradition unseres Volkes leben. Shit happens. Und als Stammesführer der Orni ist das daher im Moment meine dringendste Pflicht, dieses für mein Volk verheerende Problem zu lösen. Ich bin wirklich untröstlich, aber dein Anliegen wird leider warten müssen, bis diese Angelegenheit ausgestanden ist. Ja, okay, hab verstanden. Werter Stammesführer, vielleicht wäre es eine gute Idee, Redro in die Zwischenzeit wegen der Sache mit eurem Sohn Komori um Hilfe zu bitten. Wie ihr selbst sehen könnt, steht hier ein tapferer junger Mann vor euch. Ich bin davon überzeugt, dass Komori sich ihm öffnen wird. Da magst du recht haben. Du musst wissen, mein Sohn Komori ist ebenfalls im Flügenalter und müsste sich unbedingt seine Flügel wachsen lassen. Doch leider hat er ein sehr ängstliches Gemüt. Aufgrund dieses Zwischenfalles mit Walu hegt er nunmehr gar keine Hoffnung, seine Flügel zu bekommen. Glaubst du, du kannst ihm helfen? Warum sollte ich, Mann? Es ist dein Sohn, ich kenne den Bur nicht einmal. Vielleicht geht ja ein wenig von deinem Mut auf ihn über, wenn er dich kennenlernt. Ja, okay. Darf ich dich darum bitten, meinen Sohn zu helfen? Ausnahmsweise. Mach mal doch. Danke, du bist sehr großherzig. Das ist sehr großherzig von dir, weiß ich. Ich hab das größte Herz von allen. Wie viele Rubine kannst du locker machen? Ich meine, du bist Stammesführer. Ganz ehrlich, du wirst doch die Kohle rumfliegen haben, oder? Ich meine, so eine Million geht schon. Ich meine, das ist immerhin dein Sohn. Jetzt mal ganz ehrlich, was ist dir dein Sohn wert? Wir werden ebenfalls alles daran setzen, unser Problem schnell zu lösen, damit wir danach dich in deiner Notlage unterstützen können. Ja, okay, auch genau. Ich möchte, dass du meinem Sohn etwas Bestimmtes übergibst. Ich habe es einem Mädchen namens Medoli in Verwahrung gegeben. Also frag sie bitte danach. Vielen Dank nochmals für deine Hilfe. Eine Million wäre mir schon lieber. Ach ja, Redro, ich habe hier noch etwas für dich. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Du hast die Posttasche erhalten, eine praktische Tasche, in der du allerlei Dinge befördern kannst. Willst du ihren Inhalt ansehen, wähle sie aus und drücke Item-Tasten. Medoli findest du in dem Zimmer oben. Überlass die Angelegenheit mit Walu ruhig uns. Kümmere dich bitte um Komori.
dass ich immer den Leuten erst helfen muss. Das ist so zum Kotzen. Könnt ihr nicht einfach sagen, ja, dann nimm die Kugel, verpiss dich, wir haben eigene Probleme. Nein, der kleine Bur, der gerade frisch zu euch gekommen ist, der muss euch helfen. Kann ich das eigentlich jetzt schon machen? Oh, dich sehe ich aber zum ersten Mal. Moment mal, sag los, du hast das Plakat gesehen und bist wegen dem Nebenjob hier. Ich bin der Mann für sie. Gut, dann machen wir zuerst eine kleine Einstellungstest. In Ordnung? Oh je, schauen wir mal, ob ich das noch kann. Du musst einfach nur die Briefe in das entsprechende Fach werfen, das du anhand des jeweiligen Stempels erkennst. Mit Hilfe von L wählst du das Fach, drücke dann von A, sortierst du deinen Brief ein. Ja, ja, alles klar. Wie Kloßbrühe. Sortiere mindestens 10 Briefe innerhalb des Zeitlimits. Richtig ein und los. Schauen wir mal. Ich war auch schon mal schneller, glaube ich. Muss ich da nicht irgendwo mal 25 schaffen? Oh, der war falsch. Ja, so schlecht war es jetzt auch nicht. Naja, 25. Lief doch ganz gut. 25, sehr anständig, du hast den Job. Also du bekommst einen Rubin für 2 Briefe, macht insgesamt 12 Rubine, komm jederzeit wieder vorbei. Wenn du eine stolze Anzahl Briefe schaffst, erhöhe ich auch deine Bezahlung. Hat dafür nicht mal ein Herzteil gekriegt? Okay, ich bin Meister, also wenn du mehr als 20... okay. Okay, 27, ist doch super. Wirklich beachtlich. Also ab jetzt bekommst du 1 Rubin pro Brief und macht insgesamt 27. Komm jederzeit wieder vorbei. Wenn du noch mehr Briefe schaffst, höre ich auch wieder deine Bezahlung. Arbeitest du eine Runde? Ich bin jetzt schon ganz wild drauf. 25 oder mehr, höre ich deine Bezahlung beträchtlich. Schauen wir mal und los. Okay, sogar 28 dieses Mal. Das waren unglaublich 28. Du bist aber geschickt. Wir machen diese Arbeit Tag ein, Tag aus, aber so gut wie du sind wir trotzdem nicht. Ja, da würde ich mir mal Gedanken machen. Na, dann muss ich aber auch deine Bezahlung erhöhen. Für einen Brief bekommst du 3, macht insgesamt 84 Rubine. Nicht schlecht, oder? Sag mal, bist du vielleicht dieser Junge namens Retro? Der bist du doch, oder? Nun, du siehst diesem Jungen, über den der Stammesführer sprach, irgendwie ziemlich ähnlich. Na, kein Wunder, dass du das hier so leicht hinkriegst. Ich weiß nämlich Bescheid, ich weiß, was du eigentlich für Sorgen hast, da kriege ich ja fast ein schlechtes Gewissen, dass du deine wertvolle Zeit für mich geopfert hast. Jedenfalls habe ich gerade eine neue Aushilfskraft eingestellt. Wenn du das nächste Mal vorbeikommst, unterhalte dich doch bitte mal mit ihr. Von dir kann er noch was lernen. Okay. Okay. Das ist nur, dass ich Geld bekommen habe. Ich dachte, ich kriege ein Herzteil dafür. Also, Medoli, wo bist du? Hier, hi. Tatsächlich, du trägst ein grünes Gewand und einen grünen Hut. Du musst Retro sein, nicht wahr? Ich bin die Maid des ehrenwerten Hüters Valu, der auf dem Drachenberg wohnt. Mein Name ist Medoli. Nun ja, eigentlich bin ich noch in der Ausbildung. Der Stammesführer bat mich, dir das hier zu überreichen. Er hätte gerne, dass du es seinem Sohn Komori bringst. Und warum machst du das nicht? Du hast den Brief von Vater erhalten, der Brief an Komori von seinem Vater. Eigentlich schon traurig. Eigentlich echt traurig, dass der Vater dem Bub nur einen Brief schreibt, statt dass er irgendwie selber vorbeigeht. Komoris Zimmer findest du unten im hinteren Bereich. Bitte sei nicht beleidigt, falls Komori unfreundlich zu dir sein sollte. Er meint es wirklich nicht böse. Ach ja, und Retro? Ich hätte da noch eine Bitte an dich. Wärst du bitte so gut, danach zum Aufgang am Drachenberg zu kommen? Worum es genau geht, sage ich dir dann. Aber natürlich tun wir das. Die gute Meadowly mal ein bisschen besuchen. Nur wir zwei, ganz alleine. Ich weiß nicht, Orni und Hyana, ob das funktioniert. Keine Ahnung. Finden wir es raus. Jetzt sind wir bei Komori. Oh, meine Kugel. Will sie haben. Wer bist du denn? Items. Genau, jetzt haben wir hier nochmal die Posttasche. Da hast du den Brief von deinem Vater, weil dein Vater nicht selber vorbeikommen will, aber okay. Ein Brief von meinem Vater? Aufmunternde Worte zu schreiben ist nicht schwer.
Soll er selber mal vorbeikommen und mir ins Gesicht schauen? Mir geht's nicht gut. Wo ist mein Vater? Aber warum sollte ich mich in so schreckliche Gefahr begeben, nur um diese Drachenschuppe von Walu zu bekommen? In dem Brief steht auch was über dich. Meiner Meinung nach bist du ja ein ziemlich aufdringlicher Kerl, deine Nase einfach so in fremde Leute Angelegenheiten zu stecken. Ja, sorry, ich wurde quasi gezwungen dazu. Ganz ehrlich, ich kann auch nichts dafür. Ich habe mir das auch nicht ausgesucht. Glaubst du, ich würde jetzt gerne neben dir stehen, bei dir? Dir Trost spenden, weil du so ein Schisser bist, hä? Meinst du, mir macht das Spaß oder was? Ganz ehrlich. Oh Mann. Was ist los mit mir heute? Bin ein bisschen aggressiv heute scheinbar. Tut mir leid, aber ich habe wirklich nicht vor, zu Walu hinaufzugehen. Wer weiß, was der mir womöglich noch antut, so wütend wie der ist. Geschweige denn, dass er mir eine Drachenschuppe gibt. Oder willst du mir etwa weismachen, dass du Walu irgendwie besänftigen kannst? Du lügst doch und außerdem reden ist nicht schwer, handeln aber sehr. Aber sollte es wirklich jemanden geben, der es schafft, auf diesen gefährlichen Drachenberg zu gehen, um Walu zu treffen, dann würde ich ganz bestimmt auf alles hören, was dieser jemand sagt. Das ist mir eigentlich scheißegal, du Pisser, Mann. Gib mir die Kugel. Hast du ein Glück, dass mir verboten wird, hier mein Schwert zu ziehen? Was ist denn noch? Ach, das hier meinst du? Wenn ich es im Arm halte, dann beruhigt mich das irgendwie. Jedenfalls kann ich alles Unangenehme vergessen. Diese Kugel ist wunderschön, nicht? Sie wird Dins Diamond genannt. Und ich habe sie damals von meiner Großmutter bekommen. Meine Großmutter war früher die Maid von Walu und die einzige auf unserer Insel, die seine Sprache verstand. Wenn Großmutter doch noch leben würde, sie wäre bestimmt in der Lage, den tobenden Walu zu besänftigen. Egal wie sehr sich Vater und die anderen auch anstrengen mögen, es ist vollkommen zwecklos. Wer könnte es denn schaffen, Walu zu besänftigen? Warum starrst du sie so an? Glaub ja nicht, dass ich sie dir gebe. Das ist nämlich mein Schatz, kapiert? Als ob ich den jemanden geben würde, der überhaupt nichts leistet. Ach so, stimmt, und auf dem Bett sitzt und jammern. Oh ja, Junge, du leistest was. Du bist gut, du bist super. Jammer nur weiter. Du weißt, wie der Hase läuft. Oh Gott. Ich mag dieses Kind einfach nicht. Ich glaube, das. Für die, die es noch nicht gemerkt haben, ich kann Komori irgendwie nicht leiden. Ich meine, nicht, dass ich das jetzt raushängen lassen würde oder so, deswegen erkläre ich es ja. Ja, ich kann den Buren nicht leiden, oh Gott. Oh Mann. So, jetzt haben wir das gemacht, jetzt müssen wir Medoli besuchen. Aber hier ist die Aushilfe, die uns ersetzt hat, du Wichser, ich brauch doch die Kohle. Tach, ich bin die neue Aushilfskraft hier. Ein grünes Gewand und ein grüner Hut. Entschuldige meine Dreistigkeit, aber bist du vielleicht Retro? Nie gehört von dem Kerl. Ach nicht, entschuldige bitte meine Aufdringlichkeit. Gib schon zu, du bist doch Retro, oder? Ja. Ist nein so unverständlich? Wirklich nicht? Gib schon zu, du bist Retro. Ja, okay. Mein Gott, ich weiß, dass ich Fame habe, aber das musst du ja nicht ganz laut rumpersaunen. Wusste ich's doch. Die Legende von deiner unglaublichen Arbeitsmoral ist mir hier schon oft zu Ohren gekommen. Du bist mein großes Vorbild. Einmal deinen legendären 25er-Lauf sehen und sterben. Das wär's. Bitte mach's mir vor. Oha! Ich werd nicht mehr vorgewarnt! Okay, wieder ein 28er geschafft. Unfassbar, 28, ich halt's im Kopf nicht aus, Mann. Dieses Glücksgefühl, das mit meinen eigenen Augen gesehen zu haben, wie gerne würde ich meiner Mutter davon erzählen. Ich habe eine Bitte an dich, ich kann hier als Aushilfskraft natürlich nicht weg. Daher wäre es wirklich ein feiner Zug von dir, wenn du diesen Brief an meine Mutter in einen Briefkasten werfen könntest. Bitte tu mir den Gefallen. Du arbeitest bei der Post, Mann. Was ist los mit dir? Das ist wie wenn so ein DPD-Mitarbeiter zu UPS geht und sagt, verschick mir meinen Brief, Mann. Pack ihn dir ins Auto und liefer ihn doch einfach. Du hast den Brief an Mutter erhalten. Wirklich ein zu Tränen rührender Brief. Warum weiß ich das? Du verwendest ihn erst einmal in deinem Posttasche, um ihn später bei Gelegenheit in einen Briefkasten einzuwerfen. Eigentlich könnte ich den Brief ja einfach hier beim Sortieren mit untermischen, aber als Angestellter darf ich natürlich keine Sonderprivilegien genießen. Regeln sind Regeln. Oh mein Gott. Okay, das machen wir noch. Schnell. Lauf mich schon zum Briefkasten. Und da hat er einfach weggesogen. Tschakabam, bauer, bam. Von hier aus ist es nicht weit bis zum Postbotenhaus auf der Kunde. Deswegen beträgt die Zustellgebühr 5 Rubine. Ist Ihnen das recht? Ja. Weißt du, ich muss auch noch zahlen dafür, für seinen Brief?
andere geben mir einen frankierten Brief in die Hand und gut ist. Nein, er sagt so, da geh mal zur Post, gib den Brief ab. Und dann darf ich eine Fünfer hinlegen oder was. Ihre Sendung wurde zugestellt, bitte beehren Sie mich bald wieder. Ja, nur Ausnutzer. Alle nutzen mich aus. Schrecklich. Okay. Dann würde ich sagen, war's das für heute schon wieder. Wir sind in Drakodia angekommen. Wir haben unseren Wind Waker erhalten. Und wir haben mit Kumuri, dem Drecksbalg, geredet. Und müssen uns nächste Folge mit Meadowly treffen, weil sie irgendwas von uns will, die Süße. Also würde ich sagen, sehen wir uns doch im nächsten Part wieder bei Wind Waker. Also macht's es gut und bleibt sauber.